Irene Neumann-Hartberger, eine Landwirtin aus dem Bezirk Wiener Neustadt, wird die Letzte sein zum Freiwilligen Kulturjahr. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Frau Staatssekretärin. Ja, das Freiwillige Sozialjahr bietet jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 24 die Möglichkeit, 10, 11 Monate in sozialen, gemeinnützigen Einsatzstellen in Österreich mitzuarbeiten. Und 2020 absolvierten es rund 1.500 Freiwillige. Davon waren 85% Frauen und nur 15% Männern. Und sie wurden fachspezifisch für die Arbeit mit älteren Menschen, mit Kindern, mit Menschen in besonderen Bedürfnissen oder in schwierigen Lebenslagen ausgebildet. Einsatzstellen sind hauptsächlich die Rettungsorganisationen wie das Rote Kreuz, der Samariterbund oder die Caritas. Und über 95% der Teilnehmerinnen absolvierten ihr freiwilliges Sozialjahr auch im Rettungsdienst des Roten Kreuzes. Und die Motivation dazu ist vielfältig. Neben dem klassischen Aspekt, nämlich des sozialen Engagements, versuchen sich Teilnehmerinnen zu orientieren, beruflich zu orientieren. Sie wollen Praxiserfahrung sammeln oder sie wollen ein Wartejahr überbrücken und für eine Ausbildung sinnvoll nützen. Außerdem gibt es ja für Männer die Möglichkeit zur Anrechnung als Zivildiensterfüllung. Und ein freiwilliges Sozialjahr trägt auch zur Persönlichkeitsbildung bei und nicht zuletzt auch zur Erlangung von Schlüsselqualifikationen für ein späteres Berufsleben. Und auch 75% der Absolventen eines freiwilligen Sozialjahres bleiben in dieser Branche, arbeiten dann darin weiter oder beginnen eine Ausbildung, ein Studium im sozial- oder medizinischen Bereich. Und junge Menschen für die Kultur zu begeistern, ja, das ist ein großes Anliegen auch für uns. Ja, es ist ein Muss für unsere Gesellschaft, aber das sollte bitte früher beginnen, nicht erst mit 18. Nämlich im Kindergarten, in der Schule und letztendlich auch im Elternhaus. Und danach steht durch einem freiwilligen ehrenamtlichen Engagement in kulturellen Vereinen nichts im Wege. Ganz im Gegenteil, es ist doch eine wichtige Facette in unserer Kultur. Und dass wir auch an dem Thema Fair Pay arbeiten, weil es auch im Regierungsprogramm verankert ist und hier Verbesserungen in der Entlohnung im Kunst- und Kulturbereich erreichen wollen, würde, glaube ich, diese Öffnung, nämlich dann erst recht wieder gegen Taschengeldentlohnung zu arbeiten, nur kontraproduktiv entgegenwirken. Zusammenfassend, die Bekenntnis zur Kultur von jungen Menschen ist ein wichtiges Ziel unserer Partei. Kulturelle Bildung muss früh beginnen. Dem steht entgegen, dass uns auch die Corona-Krise gezeigt hat, wie wichtig auch die freiwillige Unterstützung im sozialen Bereich gerade derzeit ist, die Arbeitsmarktsituation im sozialen Bereich angespannt ist und nicht immer abgedeckt werden kann, letztendlich hier definitiv die freiwilligen Helfer notwendig sind. Deshalb tut es uns leid, aber wir können diesen Antrag, das freiwillige soziale Jahr auf den Kulturbereich auszuweiten, nicht unterstützen. Vielen Dank.